Hallöchen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute habe ich für euch ein kleines Labervideo, weil ich ein paar kleine Informationen an euch habe. Und ich würde sagen, wir starten mit dem ersten. Also, zuallererst habe ich hier oben alle meine Verlosungsvideos verlinkt. Da könnt ihr mal sehr, sehr gerne vorbeischauen. Eine Verlosung, die wird jetzt ablaufen, da gebe ich gleich den Gewinner bekannt. Unter anderem die zweite Info. In dem 600 Abonnenten Special Video habe ich ganz am Ende irgendwann, ich glaube, das hat irgendwie niemand so mitbekommen, denn ich habe dort etwas angekündigt, was, glaube ich, niemand gesehen hat. Ich im Dezember, wenn ich jeden Tag vom 1. bis zum 24. ein Video hochlade, wo ich meine Kläppchen öffne, euch auch etwas verlose vom 1. bis zum 24. Das heißt, es gibt 24 Tage, wo ihr etwas gewinnen könnt. Da brauchte ich eure Hilfe und zwar hatte ich da eine Umfrage gestellt, beziehungsweise so gesagt eine Abstimmung. So, und zwar geht es um die Abstimmung. Wann soll der Gewinner bekannt gegeben werden? 12 Gewinner jeweils am 19.01. und am 2.02. Oder es werden 24 Gewinner am 2.02. bekannt gegeben, also nächstes Jahr erst. Und ich hatte ja euch auch noch gebeten, mir mal in die Kommentare zu schreiben, was ich so verlosen könnte, ob ihr da irgendwie so Ideen habt, was ich noch so verlosen könnte, weil ich habe schon ein paar Sachen, die habe ich auch schon mittlerweile besorgt, keine Sorge, die sind alle schon fast da für die 24 Tage. Ich muss nur noch gucken, wann ich an welchem Tag was verlose, sodass am 24. zum Beispiel so ein richtiger Special kommt und am 6. zum Beispiel am Nikolaus auch ein richtig cooles Geschenk für euch gibt. Seid auf jeden Fall sehr gespannt und abonniert schon mal meinen Kanal vor, damit ihr Bescheid wisst, wann diese Videos online kommen. Es würde mich freuen, wenn ihr dort noch einmal vorbeischauen könntet, weil ich glaube, es hat keiner bis zum Ende das Video geschaut, weil ich ganz am Anfang die Verlosung gemacht habe und am Ende eben halt noch die Ankündigung. Ich hätte, glaube ich, andersrum machen sollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es, glaube ich, niemand gesehen. Es haben schon sogar ein paar abgestimmt. Ich weiß zwar nicht, wie viele abgestimmt haben. Das habe ich noch nicht geguckt. Aber es steht 62% zu 37% momentan. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie viele abgestimmt haben. Und hoffe, dass da dann irgendwann ein gutes Ergebnis bei rauskommt. Ich meine, ihr habt ja noch genug Zeit, um abzustimmen, weil so bis Januar habt ihr auf jeden Fall Zeit, dort abzustimmen. Wird mich auf jeden Fall sehr freuen. Die dritte Information wäre, wie soll ich anfangen? Ihr könnt das ja nicht wissen, aber ich habe sehr, sehr viele Sachen von mir aussortiert. Auch von meinem Bruder, von meiner Mama, von meinem Papa. Es geht um Kleidung. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das anfangen soll. Aber ich hatte bei Instagram. Ich weiß nicht, ob ihr mir da folgt. Wenn ihr das noch nicht tut, könnt ihr mal unten in der Infobox vorbeischauen und dort auf den Link klicken, um mir dort zu folgen. Und zwar hatte ich da eine kleine Umfrage gestartet. Da hat mir zwar nur eine Person geantwortet, das war aber nicht so schlimm. Ich hatte eine kleine Umfrage gestartet und zwar habe ich gefragt, ob es für euch cool wäre, wenn ich so Sachen bei Instagram reinstellen würde als Bild, was ich so gesagt verkaufe. Mir hat eine Person geantwortet, dass ich das machen soll, was ich halt gesehen habe. Und dachte mir so, Instagram verkaufen, denkst du, das funktioniert? Dann habe ich sehr, sehr lange überlegt. Ich wollte eigentlich eher ein Video daraus machen, wo ich euch die Sachen zeige, die ich verkaufe. Und ihr mich dann über verschiedene Plattformen dann anschreiben könnt. Aber da dachte ich auch, irgendwie ist das so ein Hin und Her. Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, ich habe mir jetzt eine neue eBay-Seite eröffnet, habe da schon ein paar Sachen reingestellt. Es ist zwar noch ganz viel Arbeit, diese ganzen anderen Sachen mit reinzustellen, aber ich hoffe, es wird sich lohnen. Und zwar läuft das Ganze so ab. Ich habe alle Sachen ab, glaube ich, 1 Euro reingestellt. Also 1 Euro Startpreis. Ihr könnt gerne darauf bieten. Ihr könnt mir aber auch gerne, wenn ihr sagt, ich möchte dieses T-Shirt haben
und sagt, okay, die macht einen Startpreis von 1 Euro, ich gebe ihr 3 Euro für dieses T-Shirt, dann macht ihr mir einen sogenannten Preisvorschlag. Diese Preisvorschlag-Funktion habe ich angemacht, damit ihr mir Preisvorschläge schicken könnt, somit könnt ihr die Sachen schneller kaufen, weil ich möchte, egal wie viel ihr mir für diese Sachen gibt, für so viel auch verkaufen, weil ich möchte, dass diese Sachen ein neues Zuhause finden, einen neuen Besitzer und jemand, der sie gerne trägt. Ich kann die Sachen leider nicht mehr alle tragen, weil ich ja schon groß geworden bin. Es sind tatsächlich viele Sachen dabei, wo ich noch 10, 12, 13, 14 Jahre alt war. Und bei meinem Bruder ist es so, er ist mittlerweile 14 Jahre alt und befindet sich in einer Wachstumszeit und in einer sehr, sehr großen Wachstumszeit. Auf jeden Fall habe ich sehr, sehr viele Sachen von meinem Bruder. Ich habe ein paar Sachen von meiner Mama und ich habe auch ein paar klitzekleine Sachen von meinem Papa. Es sind auch Schuhe mit dabei. Ich wollte nur so eine kleine Information machen. Vielleicht habt ihr ja Lust, da mal vorbeizuschauen. Ich packe euch unten in der Infobox meinen eBay-Link rein. Da könnt ihr sehr, sehr gerne vorbeischauen. Kommt nur auf meine Seite und könnt euch dann die Sachen anschauen. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ja, bei eBay habe ich auch etwas höhere Versandkosten angegeben, weil ich habe die Hermes Versandart genommen, da DHL mir irgendwie mittlerweile nicht gefällt. Da ist ein Vogel gelandet. Ja, Leute, das war jetzt ein kleines Labervideo. Das war eigentlich nicht geplant, aber es wurde ein bisschen länger. Und deswegen werde ich das als einzelnes Video hochladen. Ich hoffe trotzdem, euch hat dieses Informationsvideo mal gefallen. Mal ein Labervideo. Ich weiß nicht, gefällt euch sowas von mir? I don't know. Ihr könnt mal unten in die Kommentare schreiben, ob ich mal mehr solche Labervideos machen soll oder nicht. Ich weiß nicht, wie ihr darauf reagiert. Ich würde dann sagen, wenn euch dieses kleine Labervideo von mir gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne über einen Daumen nach oben von euch freuen. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du es ebenfalls sehr, sehr gerne hier unten kostenlos tun. Hier verlinke ich dir meine Verlosungsvideos und andere Videos, wenn du noch Zeit hast, um dort vorbeizuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!